Nach dem Bruch eines Staudamms im Südwesten Kenias ist die Zahl der Todesopfer auf über 40 gestiegen. Mindestens weitere 40 Anwohner werden noch vermisst. Der Pateldamm war am Mittwochabend gebrochen. Er befindet sich auf dem Privatgelände einer Rosenfarm im Landkreis Nakuru, knapp 200 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Nairobi. Die Wassermassen durchschwemmten hunderte Häuser, mindestens 2000 Menschen sind in dem Gebiet betroffen. Die kenianische Oberstaatsanwaltschaft ordnete der Polizei an, die Ursache des Unglücks sorgfältig zu untersuchen. Nach einer schweren Dürre im letzten Jahr erlebt Ostafrika seit 2 Monaten heftige Regenfälle und infolgedessen starke Überschwemmungen, von denen fast 1 Million Menschen in Kenia, Somalia, Äthiopien und Uganda betroffen sind. Allein in Kenia kamen dadurch mehr als 130 Menschen um, über 220.000 wurden obdachlos. In den kommenden Tagen wird weiterer Regen erwartet.